Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen euch, Ihnen hier in der Epiphaniaskirche und allen, die an den Bildschirmen daheim mitfeiern. Heute ist der Sonntag Isto Mihi, sei mir ein starker Fels, heißt es auf Deutsch. Viele feiern auch den Valentinstag, an dem man an die Liebe denkt, an liebe Menschen. Ja, und manchen geht es dann da auch gar nicht so gut, weil sie vielleicht einen lieben Menschen verloren haben. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. So heißt der Spruch für die Woche. Es beginnt also auch die Passionszeit. Wir sind so in der Vorfastenzeit. Die Passionszeit beginnt dann am Aschermittwoch. Ich habe heute einen kleinen Zeitungsausschnitt mitgebracht. Ich halte ihn mal so hier in die Kamera. Es ist ein kleiner Schnipsel, schon etwas vergilbt, aber etwas ganz Liebes. Ich fand es auf meinem Schreibtisch vor vielen, vielen Jahren, 1986. Meine Mutter hat es mir als letztes Zeichen der Liebe hingelegt, als sie das letzte Mal ins Krankenhaus musste und von da nicht mehr heimkam. Und da steht drauf: Liebe ist, bei der Rückkehr zu wissen, man wird erwartet. Ich denke, um die Liebe geht es heute auch hier in unserem Gottesdienst. Liebe ist, zu wissen, bei der Rückkehr zu wissen, man wird erwartet. Wir werden erwartet von Gott. Deshalb sind wir hier. Er wartet auf uns, auf unser Gebet, auf unseren Gesang, auf unser Mittun. Und er tröstet uns, wenn wir traurig sind. Er ist da, umfängt uns und hält uns. Deshalb, weil es nichts Besseres gibt als diesen liebevollen Gott, lasset uns mit Jesus ziehen. Das ist unser erstes Lied, Nummer 384. Wir dürfen leider nicht singen. Ich habe schon gefragt, vielleicht mag ja einer von euch, von Ihnen singen. Ich singe mal die erste Strophe mit. Ich traue mich. Und ihr spielt. Danke. Thank you.
Psalm 31, sei mir ein starker Fels ist der Leitvers. Diesen Psalm wollen wir miteinander beten unter der Nummer 801.5. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest, um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten. Und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Amen. Herr Jesus, wir sind heute Morgen zusammengekommen, um dich zu loben, um dich zu preisen, um dich anzubeten, um aus deinem Wort Kraft zu schöpfen. Wir gehen hinauf nach Jerusalem mit dir, wir gehen hinein in die Passionszeit, in die Fastenzeit. Fasten, es kommt uns schon so vor, als würden wir schon lange fasten. Verzichten auf Gemeinschaft, verzichten auf Reisen, auf Dinge, die uns sonst so selbstverständlich waren. Ein Fasten soll ausgerufen werden. In Afrika wird ein Fasten ausgerufen, damit die Menschen gesund werden. Wir fasten schon so lange, Herr, gib Gesundheit. Gib Gesundheit und Liebe durch dein Wort, dass wir auferbaut werden und neuen Mut schöpfen. So sei mitten unter uns. Dich preisen wir. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dankeschön für das Wort Gottes, die Epistel für den heutigen Sonntag. Mal etwas anders gesprochen. Lasst uns dem Wort Gottes antworten, indem wir miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser nächstes Lied ist die Nummer 588. Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Wir danken dir, dass du es mit uns wagst. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Jesaja. Er hält uns eine Predigt und eigentlich könnte ich mit dem Vorlesen des Predigttextes dann gleich schließen. Aber naja, habe ich mir gedacht, so ganz faul darf ich auch nicht sein. Aber hör mal ja erst mal auf die Worte von Jesaja. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren, meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Dies ist die Predigt von Jesaja.
ein paar Worte von mir. Am Ende geben Lisa und Inga auf. Alles, was sie ausprobieren, geht schief. Dabei haben sich die beiden Mädchen so angestrengt. Und alles fing mit einer so guten Idee an. Astrid Lindgren beschreibt es so in den Kindern aus Büllerbü. Als wir im Herbst wieder mit der Schule angefangen hatten, sagte die Lehrerin, wir sollten uns immer bemühen, andere Menschen glücklich zu machen. Niemals aber sollte man etwas tun, wovon Menschen unglücklich werden könnten. Die 8-jährige Lisa und ihre Freundin Inga sind gleich hoch motiviert. Sie wollen sofort loslegen, stellen dann aber fest, das Schlimme war nur, wir wussten nicht genau, wie wir es anstellen sollten. Also versuchen es Lisa und Inga einfach den ganzen Tag lang. Den gebrechlichen Großvater nötigen sie zum Spaziergang. Aber glücklich ist er erst, als er danach endlich wieder friedlich in seinem Bett liegen darf. Das Hausmädchen ist froh, wenn die Kinder aus dem Weg sind. Auch die Mutter will sich nicht helfen lassen. Was Astrid Lindgren da im Kinderbuch beschreibt, ist eine große Lektion fürs Leben. Gute Ideen führen manchmal genau zum Gegenteil. Und im Nachhinein meint man, man hätte es besser gar nicht erst versucht. Davon muss sich auch der Prophet Jesaja eine Menge anhören. Für die Menschen seiner Zeit ist er das Sprachrohr Gottes. Und deshalb muss er auch die Kritik an Gott aushalten. Die hört sich damals so an. Wir beten immer zu und fasten, wie Gott es ja will. Und trotzdem lässt er nichts von sich hören. Was sollen wir denn noch tun, damit Gott sich endlich an unsere Seite stellt? So langsam kann man glauben, dass das mit der Religion und dem Glauben sowieso alles umsonst ist. Vielleicht lebt man gleich besser ohne. Glaube bringt nichts, weil man deswegen auch kein besseres Leben hat. So damals. Ganz ähnliche Gedanken gibt es heute. Auch gläubige Menschen werden krank, sogar todkrank, wenn ich an meine liebe Schwester Teresa denke. Kennen Sie die Skateboardfahrende Nonne? Sie ist gerade ganz schwer erkrankt. Und sie war so und ist so fest im Glauben. Auch Christen werden von Unfällen und Schicksalsschlägen getroffen. Nicht weniger als alle anderen auch. Wer betet und auf Gott vertraut, bekommt nicht automatisch seine Wünsche erfüllt. Deshalb sagen manche, dass sie Kirche und Religion nicht oder nicht mehr brauchen. Und auch wer dabei bleibt, so wie wir, kommt wie immer wieder an Punkte im Leben, in denen die Fragen übergroß und laut werden. Hat das alles einen Sinn? Was soll das Ganze aushalten, die Geduld und die Tränen? Spielt es denn überhaupt eine Rolle, was ich tue? Auch Inga und Lisa hätten nach ihren ersten gescheiterten Versuchen einfach aufgeben und hinschmeißen können. Aber sie lassen sich nicht entmutigen, sondern fragen einmal genauer bei der Lehrerin und sagt, es sei oft wenig dazu nötig, Gutes zu tun. Man könne einem alten Menschen, der einsam und krank sei, ein Lied vorsingen
oder einem, der niemals Blumen bekäme, einen schönen Strauß bringen. Oder mit jemandem, der sich einsam und verlassen fühlt, freundlich sprechen. Die beiden Mädchen besuchen also eine kranke Frau und singen so lange, bis diese aus dem Bett und aus dem Haus in den Garten flieht. Sie pflücken einen großen Blumenstrauß von Heidekraut für den Knecht, wollen ihm eine Freude machen. Und sie finden diesen Blumenstrauß dann kurze Zeit später auf dem Misthaufen. Wieder will niemand von ihren unerwünschten Wohltaten wissen. Und so beschließen die beiden enttäuscht: Jetzt ist es endgültig Schluss. Ich will keinen Menschen mehr glücklich machen. Am Ende geben Lisa und Inga auf. So wie viele Menschen, die vom Leben zu oft enttäuscht wurden und keine Kraft mehr haben, auch aufgeben wollen. Wir kennen das von uns selbst oder von anderen, die aus ihrem Leben erzählen. Wenn nichts zurückkommt, dann stellt sich die Frage nach dem Sinn. Schlimm genug, wenn das in echt so ist. Noch schlimmer, wenn sogar ein Kinderbuch zu diesem Schluss kommt. Aber Sie wissen es, Astrid Lindgren wäre nicht Astrid Lindgren, wenn da nicht doch noch etwas kommen würde. Ich will keinen Menschen mehr glücklich machen, sagen Lisa und Inga frustriert. Und während sie mit etwas anderem weitermachen, tun sie es dann doch. Als sie erfahren, dass eine Klassenkameradin für lange Zeit krank ist, schenkt die eine ihre schönste Puppe und die andere ihr Lieblingsbuch her. Und ohne, dass sie es erwartet haben, passiert, was sie vorher so verbissen herbeiführen wollten. Und ganz überrascht lernen sie, Dankbarkeit lässt sich nicht erzwingen und Freude und Liebe schon gar nicht. Für unseren Glauben gilt das genauso. Gott lässt sich nicht von uns verbiegen oder gar erpressen. Er meldet sich bei uns, nicht wenn wir, sondern wenn er es will. Und in der Zwischenzeit erträgt er uns und unsere Blumensträuße mit Geduld. Zum Glück, ohne sich dabei gleich in die Flucht treiben zu lassen. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. So sagt es Jesaja. Und Gott gefällt es wohl, dass wir verzichten, um zu geben, dass wir hoffen, weil wir glauben, dass wir leben, um zu lieben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe, die du mich zum Bilde, 401, ist unser nächstes Lied.
Ja, liebe Gemeinde, wir unserer eigenen Gemeinde zugute. Allen, die nun am Bildschirm zuschauen, darf ich auch unsere Kollekte ans Herz legen. Sie können spenden, indem Sie auf den Online-Spenden-Button drücken und dann uns etwas überweisen. Herzlichen Dank auch da für Ihre Spende. Der Gemeinde ist weiterhin bekannt zu geben, dass du uns Hoffnung gibst. Amen. Am nächsten Sonntag ist die Gemeinde herzlich eingeladen zum Abendgottesdienst um 19 Uhr. Der Wochenspruch: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Lasst uns beten. Gott, neige deine Ohren zu mir. Sei mir ein starker Fels und eine Burg. Sonst geht es nicht. Nicht im Schnee und nicht in der Kälte, nicht in der Quarantäne und nicht in der zu vollen Wohnung. Neige deine Ohren und sei mir Fels und lass mich atmen. Gott, wir haben schon so viel gefastet. Hilf aushalten, bitte. Hilf beim Vermissen, Corona-Passion. Was ist dein Fasten, an dem du gefallen hast? Wo ist da dein Spielraum? Kein Fasching. Spielraum ohne Kostüme, ohne Fest. Wir tanzen nur in der Küche. Hilf spielen durch die Ferne. Gott, wir sind in Klausur, schon so lange. Die Nerven sind abgewetzt, wartemüde, hoffnungsscheu. Wie lange noch? Hilf mitleiden, bitte. Für die ohne Wohnung, für die auf den Pflegestationen, für alles, was ausfällt, für das Lokal an der Ecke. Gott, du bist mein Fels und meine Burg, meine Stärke, bist das Beste an mir. Danke, dass ich liebe, koche und bete. Hilf, Grenzen hinzunehmen, bitte. Erlös uns dann irgendwann und zeig mir, wer ist wichtig. Ohne wen komme ich nicht durch diese Zeit? Wer lacht, wenn ich lache, auch nachts und am Telefon? Geh mit, Gott, bitte. Komm einfach mit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein, denn der Herr hat uns versprochen, stets bei uns zu sein. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Herzlichen Dank, sage ich, für alles Mittun, Frau Rickauer, lieber Herr Dr. Thieret, lieber Klaus Polster
Und nun hören wir noch ein wunderschönes Lied zum Schluss. Herr, du bist mein Leben, 050. Herr, du bist mein Leben. Danke, Herr Dr. Thiereth. Ganz klasse sind wir in diesen schönen Sonntag hineingespielt worden noch. Ich habe ganz tolle Mitarbeiter hier. Danke unserem Vertrauensmann, der hat mir jetzt gerade noch was hingehalten. Die ökumenischen Alltagsexerzitien wollen wir hier halten. Wir dürfen uns ja noch nicht treffen, so richtig in Realpräsenz zu Bibelstunden. Wir wollen es zunächst einmal online versuchen und wer dann da mitmachen möchte, der soll sich bitte entweder bei Martin Dörnhöfer oder bei mir melden, telefonisch oder per E-Mail. Die beginnen am 22. Februar beginnen die ökumenischen Alltagsexerzitien zunächst per Zoom, also online. Und wenn es dann wieder geht, dann wollen wir uns auch in Wirklichkeit hier treffen. So, das war jetzt aber die letzte Ankündigung. Nun einen gesegneten Sonntag und auf Wiedersehen.